So nicht. Ich muss mich daneben setzen, richtig? Ja. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum neuen Video. Du willst auf die Seite? Ich will auf die Seite. Du willst nicht auf den Fußboden. Ich setze mich auf den Fußboden. Doch. Ah, mein Bauch, ich bin noch voll gegessen mit Nudeln. So. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Mich hat ein neues Paket erreicht. Das ist wieder ein Food Fresh Wanderpaket. Und ja, ich finde die Aktion richtig, richtig toll. Denn Lebensmittel gehören wirklich nicht in den Müll. Und hier in diesem Paket sind Lebensmittel drin, die einfach sonst in den Müll gelandet werden. Also die sind natürlich noch haltbar und verpackt und so. Aber die möchten die Leute einfach nicht, weil, ja, Fehlkauf, zu viel gekauft, schmeckt doch nicht so gut wie erwartet. Man mag die zweite Packung nicht essen. Genau. Oder Kinder verschmähen es jetzt auf einmal, hat sich Geschmack verändert. Oder Lebensmittel, die immer in diesen Foodboxen drin sind, ne, da wisst ihr ja auch nicht, was ankommt. Halt sowas, alles, was man selber verschmäht, kann man hier reinpacken und ja, dann macht sich die Kiste weiter auf die Reise. Und ich verlinke euch alle anderen Müllretter, Müllretterinnen in die Infobox unten. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und es dürfen auch neue Leute dran teilnehmen, wenn sie möchten. Genau, jeder, der Interesse hat, auch so ein Paket auspacken zu dürfen oder der denkt so, ja, das könnte ich auch mal mit meinem Vorratsschrank schauen, da hätte ich auf jeden Fall irgendwas zum Sponsoren. Ihr könnt euch gerne melden bei mir unten in den Kommentarbereich, ansonsten natürlich bei allen anderen Mitgliedern, Teilnehmern auch von dieser tollen Aktion. So, und jetzt schauen wir mal, was wir retten können. Also ich habe die Box von Irene bekommen, Irenes Boxenwelt. Und ich leite es weiter zu Just Susie. Die macht nämlich auch mit. Und das ist besonders praktisch, weil ich spare Porto, denn ich bringe es der Susi persönlich vorbei. Das ist so. Sehr gut. Hier ist erstmal Luft drin, die wir auspacken können. Es ist einfach gut gepolstert. Ja, ich weiß. Ich weiß, weil du Spaß kriegen ein bisschen, bitte. So, wir schauen jetzt mal, was wir retten können. Ich finde es wirklich richtig, richtig toll, die Aktion. Oh mein Gott, mein Herz lacht. Sesambars. Oh, cool. Sesamriegel, das ist ja ein lecker. Sesamriegel. Oh, wer isst denn sowas nicht? Das weiß ich auch nicht. Wir mögen als total gerne Sesam. Ist ein Produkt. Alle sechs Riegel sind ein Produkt. Also, das mein Mann cool. liebt Sesam. Der freut sich. Sehr lecker. Das immer sind wenn Zucker und Sesam Honig gebacken. Ja, schmeckt übertrieben gut. Also, vielen Dank, wer auch immer das hier eingepackt hat. Ehre! Wir können ja wieder. Wir hatten ja schon mal sowas gemacht. Das heißt, wir machen einen Stapel, was wir behalten wollen. Genau. Und was wir vielleicht machen. Und dann überlegen wir noch. Und was wir wieder reinpacken. So. Ein Cheesecake Limone. Zitrone. Limone ist Zitrone, ist Englisch. Ja. Entschuldigung. Und das war letztes Mal auch da drin. Letztes Mal war aber Heidelbeer drin. Und den habe ich mir natürlich rausgeschnappt. Der war übertrieben lecker. Ja. Ich sag's euch. Und dafür habe ich Erdbeere reingepackt gehabt. Und das ist jetzt Zitrone. Das heißt, jemand hat die Erdbeere reingepackt und hat dafür genau. eine Zitrone und reingepackt. Und das war in der Campus-Tüte drin. Das meinte ich mit Foodboxen. Ah. Und stimmt, jetzt wo du sagst, wir haben ja so eine Campus-Tüte, ja. Weil Heidelbeer so gut geschmeckt hast, möchten wir Zitrone nehmen. Ich mag Zitrone auch, finde ich auch gut. Finde ich cool, muss ich sagen. Ja, oder nice. Nicht. Ja doch, können wir machen. Das ist eine coole Idee. Also wer den Kuchen nicht probiert hat, das ist wirklich so ein No-Bake-Cake. Absolute Empfehlung, war wirklich richtig, richtig lecker, Heidelbeer. Hat auch dem Vati gut geschmeckt. Der hat ja, haben wir mit dem Schwiegervati zusammen gegessen. Video verlinke ich euch natürlich. Könnt ihr gerne mal schauen, wie lecker wirklich der Kuchen war und ob das so geschmeckt hat. Ein Tee. Hagebutten-Mischung von Messmer. Ja, bei Tee muss ich sagen, nee. Bin ich raus, ehrlich gesagt. Wir haben auch noch sehr magst viel Tee. Du Hagebutte? Nee, wir hatten jetzt auch anderen Tee jetzt gehabt und Hagebutte schmeckt mir halt nicht so. Ihr habt so es im Video gestern gesehen, ich habe 4 Pakete Heidelbeer-Tee gekauft. Ja, genau. Hätte man das jetzt vorher gewusst, also das kommt. Nee, Hagebutte mag ich auch gar also, nicht. Wir packen das mal auf den Stapel drauf. Was haben wir denn noch hier? Barista mit einem 50 Cent für lecker im Café. Für den nächsten Barista. Das ist ja cool, das ist so eine Hafermilch. Genau, und die nehme ich natürlich mit. Hafermilch, also ich habe ja jetzt gesagt, ich kaufe keine Milchalternative mehr, weil man kann es echt easy selber machen. Man soll nicht so faul sein, ist dann auch viel günstiger. Aber wenn es da drin ist, ist das auch gut. Dann nehmen wir die natürlich mit, ist ja klar. Ja, das ist cool. Ich kann jedem dann nur den Tipp geben, probiert es einfach mal aus. Ja? Also ich meine, viele verschmähen das ja, weil sie einfach richtige Kuhmilch wollen, aber die Kuhmilchherstellung, also
Ja, ich finde die Wildalternativen, die sind echte Alternativen, die schmecken genauso gut. Halt ein bisschen luftiger, ich finde es aber echt nicht schlecht. So, was ist denn da noch drin? Muss man erst mal probieren, ehe man das ablehnt. Was ist das? Oh, hier ist Schnäpse oder ist das? Ach so, das ist der gute Partyschnaps, den man. Genau. Josterbeerenlikör. Ja, nee, muss jetzt nicht sein. Also, was ist das denn? Dein natürlicher Wachmacher, das war auch in der Campus-Tüte drin. Ach ja, die hatten wir auch gehabt. Das sind diese Energy-Kugeln. Genau. Energy-Tabletten. Ja, Tabletten. Also, das ist mit Guarana. Einfach eine Tablette nehmen statt einen Kaffee, wenn man zum Beispiel Kaffee nicht mag oder, genau, oder sonstiges. Zum wach werden. Was ist das denn? Der Duo Quinoa dampfgegart ohne Salz. Also das ist schon fertig verzehrbar, ist das? Das sind 110 Gramm. Was ist denn das? Ist das so Superfood oder was ist das? Also es ist 42% Quinoa, Wasser und schwarze Quinoa, 14%, sonst nichts. Es ist direkt verzehrfertig. Das ist wie so ein Brei oder was ist da drin? So ein Quinoa-Brei. Ja. Also ist noch jahrelang haltbar. Ich kenne Quinoa, ich habe es auch schon gegessen, aber so fertig zubereitet, sieht das, finde ich so ein bisschen cringe, ehrlich gesagt. Das ist so ein sieht Produkt, aber was komisch ich aus. Kaufen würde. Zeig mal her. Es ist wie so ein Leinsamen. Und Sonnenblumenöl ist auch mit drin. Öl. Kein Sud, direkt verzehrfähig. Das wäre, als wenn du fertigen Reis kaufen würdest. In so einer kleinen Dose? Ja. Bei 110 Gramm ist auch irgendwie wenig für eine Mahlzeit, ich sagen, für einen Teller. So. Also es ist ja, ist man ja statt Kartoffeln, Nudeln, Reis, kannst du halt auch Quinoa essen. Ah, okay, sowas ist das. So ein Getreide halt, aber weiß ich, also. Cosmopolitan Special Edition. Was ist das denn? Ein alkoholhaltiges Mischgetränk mit Cranberry, Zitrone, mit Orangen, Likörgeschmack, 18 plus. Ein Cosmopolitan, das ist ein Cocktail. Okay. Willst du den haben? Nee, Alkohol und ich, wir sind nicht gute Freunde. So, okay. Was? Oh! Oh, fettfrei, das nehmen wir. Schokolade, Zimt. Kokoszimt-Soße für Eis und sowas, Dessertsoße. Dessertsoße ohne Kalorien und das ist. Also wenig Kalorien. Ja. 71 Kalorien pro 100 Gramm. Ja, pro 100 Milliliter. Das heißt, du musst die halbe Flasche auf dein Ding rauf machen. Das ist ja geil. Ja, ich mag total gerne Zimt. Also behalte ich auf jeden Fall. Will ich mal austesten. Hat aber Kalorien. Ich glaube, es gibt auch so Soßen ohne Kalorien. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher. Oder ganz wenig Kalorien. Ja, aber, cool. Aber es ist schon wenig, muss man fettfreie sagen. Fettfreie Dessertsoße mit Kakao- und Zimtgeschmack. Und ja, einigen Süßungsmitteln. Da ist Zuckerlose drin. Ja, cool. Dann haben wir jetzt Amite machen. 1, 2, 3, 4 schon. Oha. Was ist das? Tokios Stäbchen Nudeln. Beatsticks. Ach, Udo, Undo. Undo, Bandnudeln aus Weizen. Also ah, diese Weizenbandnudeln. Gramm so chinesische Nudeln. Ja, die würde ich selber nicht machen, weil das Problem ist, man kriegt die nicht so hin wie die Asiaten und dann schmecken die nicht. Okay. Das ist das Problem, die machen das irgendwie speziell. Was ist das? Spinat und Käse Vollkorn-Pasta-Snack. Ah, cool. Ja. Also ich meine, wer auf sowas zurückgreift in seiner Mittagspause, ich weiß nicht, ob derjenige Wert auf Vollkorn legt, aber fürs gute Gewissen ist es wahrscheinlich was. Ja, aber... Und was ist das denn? Oha! Das ist das, jetzt hier die Teebox. Das ist Nudeln. Nee, Calzone steht da drauf. Oder was ist da drin? Ich krieg's hier nicht raus. Aha. Achso, Lasagneplatten. Lasagneplatten? Ja. Oh, die sind schon ganz schön deponiert. Also, ja, die nehmen wir mal raus, würde ich sagen. Ich esse gerne Lasagne. Dann, bevor die nochmal rumfahren und dann kaputt gehen, ich esse auch Lasagne ganz, ganz gerne. Die sind sogar noch 2 Jahre haltbar. Zack. Okay, einmal Kiritake-Nudeln, die sind echt offen. Das ist kaputt, ey. Mhm. Oha. Okay, also so sollten die Lebensmittel natürlich eigentlich nicht aus den Dingen ankommen. Aber wir hätten jetzt noch Mentos, einen Duplo-Riegel und einen Corny-Riegel. Corny-Schoko-Riegel. Lebkuchen-Gewürzmischung. Aber ja, mag ich gar nicht, muss ich sagen. Nee. Diese Lebkuchen, da ist irgendwas drin, was ich wirklich nicht leiden kann. Und das ist bestimmt dieser Kardamom-Geschmack. Das habe ich noch nie gegessen. Lebkuchen noch nie. Und
lasst es euch schmecken. Natürlich auch für Tino und Rosok, diese Brauselutscher. Sind jetzt auch schon zum dritten Mal bei mir angekommen. Da traut sich keiner, das zu nehmen. Aber wir haben zwei neue Mitglieder. Na, soll ich den Brauselutscher jetzt aufpassen? Na, du hattest ja schon einen. Ja, kann ich nicht noch einen? Kann ich den einfach aufziehen? Ja. Dann ist die Tüte weg. Was und ist das denn? Tic-Tac-Minis sind das? Ja, Aprikose oder eine Pfefferminze oder Standard? Nee, eine Orange da. Diese Orangendinger, ja. Ja, dann nehmen wir einmal hier raus. So. Das ist auf jeden Fall vielen Dank. Ich mache das hier wieder drum. Und hier kommt der Tee. Hier sind ja Teebeutel nochmal drin, ganz viele. Was gibt es denn da? Früchtesorten? Kann ich mir da was rausnehmen? Weil da hat sich ja vielleicht was geändert vom letzten Mal. Also, wir haben hier Teesorten. Ich guck mal durch und dann nehme ich mir mal da was raus. Hier ist hier Pfirsichgeschmack. Sieht doch gut aus. Was haben wir denn hier noch? Apfelzimt Natural Crunch. 20% Protein. Das sind 55 Gramm hier drinnen. Mhm. Und das ist eine Portion Müsli sozusagen. Das ist Schwarztee, Earl Grey ist dieser Schwarztee. 100 Gramm, 407 Kalorien. Aber natürlich halt Protein. Also für Sportler oder Leute, die auf ihren Proteingehalt achten. Natürlich auch ein gutes Produkt an sich. Und Koriander gemahlen. Ja, also Gewürze stehen wir auch drauf, aber wir haben zu Weihnachten Gewürz-Adventskalender. Deswegen, da können wir nicht Ja sagen. Nee, da sind ja sehr, sehr viele. Also, ich habe jetzt von jeder Sorte eine Sorte Tee rausgemacht und mache dafür dann andere Teesorten von uns wieder mit rein. Ja. Das klingt doch gut. Dann ist da Variation drin. Vielleicht möchte dann jemand anderes auch nochmal eine Teesorte gerne haben. Neuen Kräutertee, Earl Grey, Be Happy Bio Gewürztee. Genau, das habe ich einmal. Diese mediterraner Pfirsich. Diese sind, das kommt alles wieder rein. Ich glaube, da hat jeder hat so eine große Packung Tee da mal reingemacht und das sind jetzt halt verschiedene Beutelchen. Ja, das war zwischenzeitlich so ein richtiger Tee-Wanderpaket. Und da wollen wir natürlich darauf achten, dass es kein Tee-Wanderpaket mehr wird. Nee. So, also ihr habt gesehen, was wir rausnehmen. Wie viele Sachen sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Plus die kleinen Sachen, 6 insgesamt. Genau. Weil davon waren ja mehrere drin. Das heißt, wir schauen natürlich, dass wir auch 6 Sachen wieder reinlegen. Und müssen wir mal in unseren Vorratsschrank gucken, genau, was wir da noch reinpacken können. Und ansonsten, ja, alle Mitglieder dieser Aktion verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da freuen die sich alle. Es sind ganz, ganz tolle Mädels und auch Jungs dabei. Und wir sind auch gewachsen von der letzten Runde. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich hier aus diesem Video zu verabschieden. Und ihr könnt gerne abonnieren. Genau, ihr könnt gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos, damit supportet ihr mich. Ich freue mich drüber und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao! Ciao!